Servus, grüßt euch. Hier ist Franz, Dominik. Grüßt euch. War ich jetzt von Rotterdam ich bin schon Minge. Wieder nach England fahren. Und irgendwo nach Polen oder? Nein, Großbritannien. So, cool. Ja, danke, dass du wieder reinfährst. Bei denen oder dem anderen? Nein, mir ist gerade einer reingefahren. 1000 Euro werden das haben. 30 Euro und 51 Cent auf dem Kaffee. Okay. Ja, nee, mein Gott. Und 200 Kilometer Seeweg. Brauchen wir mal ein V8 Auto. Ich glaube kein, dass es ein LKW sind kann. Simpel. Du musst mit dem Schiff über Fähre übersetzen, Peter. Dafür will ich da noch reden. Ja, wir müssen nirgends sonst über den Seeweg kommen. Ja, du kannst die Ärmel kann. Ja. Aber es ist halt der Wirtschaft. Aber kannst du dein Video anschauen? Ja. Kommst du weiter? Aber. Ja. Irgendwie so Heckscheibe vergangen. Das wäre. Ich glaub schon, dass der saugeil wäre. Saugeil, ja, weil du nicht hast. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach einem Scania-Händler in Stuttgart. Habt ihr gesagt, wohl? Ja, ich bin jetzt gerade auf Minga und schau, ob Minga aus Ohr nach Milano geht. Ach, ich hab die letzte Datei gekriegt. Aber jetzt hab ich ihn erst wieder repariert und schon vor ewig nur O wieder. Ja. Ich hab 5% Schaden. Ich hatte 12! Silberchlorid kann die vorne. Oh ja, bitte. Ah, die Elfen so ausgebaut. Ja. Ah ja, genau, was ich. Die Dreckkranken. So, Schweiz, Österreich. Ja, ich habe ja zucker gerade einen Auftrag, wo ich in die Richtung komme. Jetzt habe ich eh Traktoren nach dem Club. Also, ohne Auflieger fährst du es schneller. Ja, aber so. Ja. Ich habe ja 900 PS unter der Haube. Ja.
mal schnell reich werden und unter Fast Level Max aussehen. Hoffentlich habe ich noch immer so viel Geld. Hoffentlich habe ich mehr Geld noch. Dann fahre ich jetzt wieder zu normalen Preisen. Ich spiele jetzt zu normalen Preisen wieder, normale Level. Das Buch sind die ich gespielt hast. Bis dahin. Naja. Gar nichts. Da habe ich, kann ich dann wieder zu normalen Preisen holen. Da wäre nur kurzfristig geschoben. Ja. Und dann mal eine ganze Fahrt durchgespielt. Oh Leute, jetzt geht's. So, jetzt wollte ich. Über einen Teich. Über einen Weiher. Also, könnte jetzt, also hat man zwei Möglichkeiten in der Wand. Also, wenn ich jetzt den anderen fahre. Also, wenn ich. Jetzt muss ich aber Bulldogs transportieren, also über Traktoren. Ja, die Fahrt kostet weit über 900 Euro, sag ich dir. So über den Teich. Krieg für den Auftrag gegen 7110 Euro. Da geht doch. Ja, 15 Tonnen Traktoren. Ah ja, ich muss wieder auf der anderen Straßenseite fahren. Au! Oh. Ja, da kann man. Da war ein Vorteil, auf dem man dann das Cockpit ändern kann. Wir fahren. Dass du halt auf der richtigen Straßenseite bist, sozusagen, dass du wieder die Engländer fährst. Also, ich kann das jetzt nur nicht, weil ich fahre ja noch nicht so lange. Ich fahre jetzt auch nur Roller und ich fahre ja nicht mit Mofa bis auf England, deswegen. Ja, da kann ich auch welche, die haben auch normale Autos. Also, jetzt ab ins Bruch. Gell? Manche Fahrer haben auch keinen Respekt vor. Du weißt schon, wie viel PS. Vor 900 PS. Das war eigentlich schon ein anderes Haus. Haben wir den trotzdem pfeifen können, weil ich. Weil das werde ich nicht ausschalten am Tag. Südlich von einem Stuttgart. Muss ich die Strecke Richtung Zürich nehmen, oder? Na, jetzt muss ich was vergessen haben.
Wollte das Lied auf uns, das von Andreas Burani? Ja, aber lass das weg, weil sonst hätten wir vielleicht noch die Tonspur gelöscht. Ich hab Kopfhörer. Dachsinn. Und die können dann nichts machen, wenn ich mal vor mir hin ein bisschen brumm. Voll. Ja. Gluckert der V8. Oh, geil. Hast du nicht aktiviert den V8-Sound? Ich hab noch keinen Scanner. Ich suche jetzt ein paar Auftragsangebote Richtung Milano. Das Geile ist, in England kannst du 97 km/h fahren. Sauber. In Belgien aber auch. Bin aber nicht schneller als 92 geworden. Kacke. Ausfahrt verpasst. Ja, das ist mir auch schon passiert. Das hab ich doch ein Video draufgestellt. Blinker tut jetzt komisch machen. Er ist laut geworden. Komisch klicken tut der Blinker. Ey, ich hab sogar Blinkersound jetzt. Aber. Kluck. Jetzt da. Hier hab ich wundert, was falsch das jetzt ist. Aufpassen, es wird ja nicht so langweilig morgen früh raus. Ja. Bei mir, ich kann morgen ausschlafen. Ich kann die nächsten fast 2 Wochen die nächsten ausschlafen. Heißt Dominik. Ja. Was hörst du euch immer für einen Radiosender daheim? Beim Auto? Radio. Hörst du Ö3? Nee, mach ich nicht so. Nicht so. Nein, es dauert Wiederholung drauf. Echt? Ja, Radio Tirol ist besser. Ja, das gibt's leider im ETS nicht. Das gibt's im ETS leider nicht. Ich höre mir jetzt gerade. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich hör mir jetzt nebenbei nämlich Ö3 an, während ich fahre und mit euch ratsch. Geld wird auch immer mehr langsam. Ich habe heute schon über 150.000 gehabt und habe über 70.000 reingesteckt, Reparatur und einen neuen Motor. Okay. Sollte vielleicht mal in ein anderes Getriebe investieren, vielleicht geht er dann noch stärker. Okay. Muss ja überlegen, von 360 auf 420 PS dann verbessert nach und nach. Ja. Oder 75 Meter noch, 6 Stunden. So. Jetzt hat der von uns wieder normale Frachten fahren, meine Freunde. Das heißt normale Frachten. Du weißt, wie ich es meine, oder? Mit normale Frachten. Ja, ohne zu stummen. Genau. Na gut, jeder von meinen Fahrern hat bis jetzt eh bloß eine Fahrt mit Schummel gemacht, weil es kurze Fahrten waren. Bis ich da das alles eingestellt habe. Aber ich mach das, Schummeln mache ich bloß bei mir. Ansonsten, wenn ich Let's Play machen möchte, dann mache ich das ohne Schummeln. Mach ich's ganz normal. Aber ist doch irgendwie Schwachsinn, wenn du ein Let's Play machst, dann machst du es so. Dann spielst du auch so. Dann sieht man doch die Entwicklung. Von angefangen habe, klein, größer. Meine Garage hat jetzt 100% die ausgelastet.
Ja, und ich habe heute durch Schummeln auf 100 gemacht. Ja, das ist aber auch nicht gut. Ja. Komm, einmal möchte ich wirklich auch Hightech fahren. Auch Hightech fahren, wenn du hochspielst. Ja, du weißt, wie ich es meine. Du kannst ja auch, Bots drin haben. Und dir dann kaufen nach und nach. Ich weiß nicht, ob da eine da wirklich oder eine Million hat. Ja, der ja, ist der. Genau. Du hast unseren. Der hat einen Ultra Fast Level Max drin gehabt, den ich auch drin hab. Was ist denn das? Dass der Level schneller hochgeht. Ein Freund vom BCP. Ich weiß, dass er den drin hatte. Ich habe mal ein Video angeschaut und da ist er über die aktiven Mods gegangen. Da habe ich es gelesen. Aha. Da war, war Haken dahinter. Weil ich glaube nicht, dass der bis sich bis auf Level 2048 hochgespielt hat. Ich bin gerade geblitzt worden. Geh noch nicht. Ich weiß nicht einmal, wie schnell ich drüber bin. Ich war 85. Ja, ich fahr 82 bei Lampensicht. Wie hoch geht das Level GTS? Ich glaube 2048. Drückt. Wenn ich jetzt Level 13 bin. Der Unterschied, wenn du so hoch leveln hast. Keine Ahnung. Weil ab Level 130, so ist es bei mir jetzt war, kostet alles leisten. Naja, ich bin mal gespannt, wenn ich dann mir X für die Garage verkaufe. Aber ich muss ja meinen Kredit nochmal fertig zahlen. Wenn man bergauf fährt, dann hört man den Druck pfeifen. Das wär ist natürlich geil. Bin drin? Wo? Ja. In Milano? Nein, im Ort. Du, ich habe jetzt alle Töne, alle Soundpacks habe ich drin und ein Kenwood habe ich drin, aber ich muss mir erst noch. Ich muss mir erst mal mein Scania kaufen. Schau ja mal in die Spiele an, was ihr da gerade spielt. Ja, Peter, wenn ich weiß, dass du wechseln kannst, dann kann ich dir die Mods auch geben. Für die Typen tun. Wenn du mit denen auch was gut spielst. Ich habe jetzt die Musik sowieso an. Ja, die Musik habe ich ausgeschaltet komplett. Die habe ich ausgeschaltet. Ich will so das Geräusch hören vom Fahren. Bremsen. Linker, wie er kluckert, wie beim Mercedes. Ja, der ist geil, der Mensch. Dann Gas geben. Ah, oh, es wird wieder Tag. Ja, was? 4 in der Früh. Ich hub jeden LKW-Fahrer irgendwie an. Nicht irgendwie in dem Sinne beschimpfen, sondern einfach um ihn zu begrüßen. Aber mein Hupe, die hört sich, also nicht Hupe, sondern meine Fanfare, hört sich so geil an. Ich hab normale Hupe. Ja, wenn du auf N drückst, drück mal auf N. Nein, ich hab kein Horn noch drauf, ich hab nur die normale, was der LKW hat. Hey, ich brauch nur 3/4 Stunde. In der 3/4 Stunde bin ich am Zielort, dann such ich mir was von Innsbruck auf Milano. Oder wenn du mehr nach Verona, Verona ist nicht weit weg. Ja, Verona, da gibt's da auch einen LKW-Händler.
Ja, aber kein Scania. Gut, ich hab jetzt nämlich zwei Listen bei mir hier, also zwei Zettel. Den Ordner schreibe ich mir immer auf welchen Orten ich schon war, dass ich weiß, welche Orte ich erkunden muss, also in welche Städte ich muss. Wenn, dann musst du den ganzen Ort durchfahren, weil du kannst den Ort sein, aber kannst du ihn noch nicht entdeckt haben. Ja, ich fahr so wie's. So, ich fahr sowieso immer durch die ganzen Orte durch. Bin aber erst bei Lieferung immer weg und dann. Hatten jetzt da so. Das ist der Bedermissatzer, weil beim Mikrosensor ich hab immer Kopfhörer drauf. Ah. Peter, wenn du die Sounds haben möchtest, musst du mir sagen. Was ist mit dem Sound? Wenn du die Sounds haben möchtest. Ich brauch da gar nichts benötigen. Alle. Ich fahre die ganze Zeit Überholspur und die Leute, ja Alter, LKWs, das alles überholt mich. Weil ich total vergessen habe, dass ich in England am Weg bin. Bin ich rechts gefahren. Erster Aufenthalt in Innsbruck. Ja. Es kommt auf meine Liste. Ich habe jetzt schon München, Nürnberg, Frankfurt, Straßburg, Osnabrück habe ich schon, Kiel, Reims, Paris, Amsterdam, Luxemburg, Genf und Innsbruck erkundet. Ja, ihr könnt mich alle mal da hinten. Lasst mir doch einmal da kurz was klären. Hey, komm vor, jetzt der zieht wirklich besser. Der LKW. So, ich glaube tagsüber brauche ich kein Licht, oder? Witz anlassen. Ja, aber spiegelt auf der Straße. Ja, wenn du vielleicht übertriebene Scheinwerfer drauf hast, dann ist kein Wunder. Ne, ich hab unten ein paar. Ich glaube, ich hab unten zwei Scheinwerfer dran, aber mehr nicht. Ich hab auf dem Dach und die normalen. Da habe ich noch nicht drauf getan, weil ich das Geld auch nicht hab dafür. Naja, ich habe mit 300 Nordisch Kilometer habe ich noch einen Sprit drin, da muss ich mich bedanken. Ich tank meistens noch jeder Fahrt. 935 Kilometer komme ich noch. Also 390 Liter habe ich noch drin. Über 14.000 Kilometer habe ich mit den LKW schon gefahren. Da haben wir wieder ein Verfahrt. War sicher 1% schon. Auf die letzten paar Meter bin ich schon eingeloggt. Ich bin eine Legende. Eine geschummelte Legende. Hey, man beleidigt keine Legenden. Geschummelt haben schon. Hey, Uli Hoeneß ist auch. Ja, eine Legende. Obwohl er Steuern hinterzogen hat. Wenigstens hinterziehe ich keine Steuern. Ja, du hast auch Drogen in den Bummelt. Was hast du jetzt für einen Unfall gehabt? Keine Ahnung, da war er Weg schon. Ah, du hast einen Unfall verursacht. Leid, aber wir könnten jetzt dann später vielleicht einmal in Multiplayer einige. Peter kann nicht in Multiplayer reingehen, weil er das Spiel nicht gekauft hat. Ach, Demo, oder? Genau. Und bei mir, also ich habe das Problem, ich weiß nicht warum, ich komme irgendwie nicht in Multiplayer rein. Drüben haben wir eine Halle. Sei Dank. Mann, ey, die stehen so lange an der Ampel, bis sie wieder rot wird. Und kurz bevor es rot wird, fahren sie los.
So, mein nächstes Häuschen ist jetzt dran, meine nächste Garage. Du, das kann man nur, wenn man schummelt. Ich gebe zu, dass ich geschummelt habe. Bevor man nämlich viel schummelt, dann klauen sie lieber. Das ist ja das Klauen. Da klaue ich aber das ganze Spiel und ich weiß nicht im Spiel, wenn ich es bezahlt habe. Was ich da meine, dass mit dem Level raufgeschummelt halt ist. Geld. Also das will ich mal also so stellen, ohne zu schummeln. Sag ich mal. Ich muss nachher mal schauen, ob bei der Lackierung was machen kann. Schneller Farbe. Ja, der, man hört den. Auf Energie spannend, auf der Stufe bin ich auf Stufe 3. Auf sparsame Fahrweise. Mhm. Deswegen habe ich das Führerhaus jetzt so gewählt, gell? Wegen der Aerodynamik. Ich weiß nicht, ob das wirklich was ausmacht. Wo ist schon möglich, dass das was macht? Weiß es nicht. Schon nichts dabei, wo man es gekauft hat. Klingt gar so geil. Und ich leg mich in der Runde pennen. Und wieder. Ja, ich mach jeder fort. Christian ist im Level aufgestiegen. Schön. Ja, mein Gott. Dafür. Na, nicht so schlimm, habe ich gesagt. Damit meine ich, dass es nicht allzu schlimm ist, wenn es da mal kein Auftrag gibt. Ich bin ein sehr geselliger Arbeitgeber. Jetzt müssen wir etwas trinken. Ja, wenn wir mal unseren Tag frei nehmen, dann hat der dann schon mal was ausgeben. Weiß schon, was es kostet. Für 10 Leute? Aber ich überleg, wenn 10 Leute stehen, und das Minuten, 50 Minuten, da ist für nichts. Wasserrechner. Auftragsangebot. Ach, hör ich wenigstens richtig, wenn ich. Hochschalter. Aufi. Verona, ich muss aber nicht. Ja. Das war Verona. Mit nach Verona fahren und dann über nach Milano fahren. Ja. Weit. Da muss ich. Ich fahre jetzt auf Venezia, von da aus aber dann. Kannst du auch machen. Das ist ein dringendes Angebot, was die haben für mich. Heißt, ich muss ein bisschen schneller fahren. Wer von euch startet das Spiel gerade wieder? Peter. Und 11% schon. Nein, ich bin gegen einen Laternenmast gefahren. Ja, ich hatte 12% und das ist bei mir die Motorausfälle gekommen. Ah ja, aber ich bin ungefähr 20 Meter vor der Werkstatt. Sozusagen in der Auffahrt vor der Werkstatt habe ich einen Unfall gebaut. Thank you.
Ziel entfernt. Ich habe jetzt meinen eigenen individuellen. Was? Feuer-LKW. So richtig stehen mit Flammen dran. Wieso bauen die so blödsinnige Autobahnen mit drei Spuren, wo die erste Spur plötzlich die Ausfahrt ist? Ja, das habe ich auch schon gesagt. Ein Blödsinn bauen die zusammen. Ja, das ist wirklich Schwachsinn. Oder. Und sowas kauft ihr. Als realistische Simulation. Ja, das ist irgendwie krass, gell? Sollen sie mal in Deutschland die Autobahn anschauen, bevor sie das Spiel machen? Ja, in Deutschland haben wir auch die Autobahn ja gebaut. Oder erfunden. Aber keine dreispurige Autobahn, wo die erste Spur plötzlich die Ausfahrt ist. Nein, das nicht. Oder ist eine zweispurige Autobahn auf einmal so eine Spur wegen der Ausfahrt? Ich freue mich auf der ersten Spur, wie sie es gehört auf der Autobahn und plötzlich ist es Ausfahrt. Ja, das ist mir auch passiert. Du musst gerade ausfahren, dann schaust blöd aus. Denn am besten Tag Crashbar oder die Autos wegputzen, eben die auf der linken Seite. Also, das ist jetzt echt behindert gewesen gerade. Ich bin gerade in der Werkstatt gewesen. Hab mein Fahrzeug repariert, also mein LKW repariert und dann fahr ich runter, ganz normal, pick up und da kommt mir so ein Kommt mir so ein blöder Bus entgegen. Da hast du wieder einen Unfall gebaut. Dann habe ich wieder von 5% schon. Ja, dann kannst du gleich zurückfahren wieder. Ja, du bist gleich wieder oben auf 12%. Na, ich bin jetzt wieder. Ich bin jetzt gleich rückwärts im Berg auf zum Reparieren haben jetzt wieder dafür. Ja. Das war bloß Berg oben. Wenn wir jetzt nur an einer fahrt. Ich bin ihr bester Kunde. Ja. Mit was für ein LKW fährst du denn da eigentlich? MAN. Typisch MAN, halt nichts aus. Bin gerade auf der Suche nach Scania. Aber du wolltest doch ursprünglich doch DAF-LKW haben, oder? Hab ich gedacht, aber. Dorf ist vielleicht später irgendwann. Ja, das ist besser als wie es gerade hier. Ja, ja. Du mich auch. Ahahaha. Radarkontrollen. Dass ich 16.000 Euro. Echt? Wie viel kriege ich? Ich krieg 18.000. Ah, Hammer, sag ich dir. Komfort jetzt mit den Dingen irgendwie. Ich mir das nur ein oder was? Oder der LKW? Ausfahrten wissen sind, kommen sie fast immer wieder runter auf Füllstand. Dann nicht gehen die Leitplanken. Muss mich jetzt bloß beeilen, weil ich ja dringend die Lieferung habe. Die in 9 Stunden muss drüben sein, ich brauche nur 6 Stunden Fahrt. Ich bin noch 8 Kilometer entfernt. Ich habe ja gerade aufgeladen. Wahnsinn. Warte.
Ah, erst halt. Erst einmal. Ah, da haben sie eine Abstandsmessung. Das ist ja mal geil, da haben sie ein Abstandsmesser hinbaut. Hier haben sie immer so Speed Control. Wahrscheinlich vermessen sie jetzt mein LKW, ob der nicht zu lang ist. Nein, Abstand zum Vordermann ist eigentlich eher gemeint. Oder? Ja, denke ich mir auch. Aber sowas gibt es am Brenner Nürnberg. Da automatisch den LKW wissen, wie lang der ist. Bei Schönberg. Schönberg. Im Bayerischen Wald? Nein. Das war ich in Österreich. Brenner. Achso, ja, Brenner. Autobahn. Verwechslung. Na, weil bei meiner Oma in der Nähe gibt's auch einen Ort, der heißt Schönberg, aber es ist Abend. Ich jetzt fast vergessen, dass es vor einer Mautstelle ist. Was soll's vergessen? Nee, weil ich von oben drauf geschaut habe und habe kein Navi gehabt. Bam! Voll gegen die Absperrung. Boah, das war ja haarscharf. Out von 61. Ich hab jetzt oft, also. Was? Ich schau mir jetzt mal schnell meine Strecke an, wie viel. Okay, jetzt haben wir dann noch eine Mautstelle. Zwei Mautstellen habe ich noch. Zwei Mautstellen, da muss ich umdrehen, retour fahren. Und dann einfach geradeaus über die Straße lang. Was? Das könnte ich mir merken. Ich brauche nur 5 Stunden für meine Fahrt und du? 0 Minuten. Peter, wie lange brauchst du noch? Keine Ahnung. Das steht im Navi drin. Unten. Puh, 21. In 21 Stunden? Oder 2 Stunden? Vielleicht 2 Stunden, 1 Minute? Steht ja. Da an? Irgendwo steht da mit 2 Stunden. Oder wenn du mal schaust unter ETA, da steht dann immer die Abkürzung für einen Tag und ein Datum. Uhrzeit, dann weißt du, um wie früh du kommst. Wenn ich nicht auf der Autobahn falsch gefahren werde, würde ich gleich richtig angucken. So, obwohl ich mich verfahren habe, über 100 Meter in falsche Richtung gefahren, wenn ich fahren haben müssen. Ja, ist doch respektabel. Du musst dich mal auf der Autobahn rumdrehen können. Nein, nein, ich bin dann bis zur nächsten Ausfahrt gefahren. Ich bin dann so lang gefahren und hab dann geschaut, dass Kratz ich da... Kratz vor dem Mach ich fertig. So, jetzt mach ich nicht mehr diesen Fehler wieder vor. Jetzt fahr ich nicht mehr gegen die Blanke. Anfang einer Mautstrecke. Bitte Ticket auf.
Dankeschön. Schranke könnt's wieder zumachen. Wenn der Autobahnerbauer will sie auch nicht machen, ohne Mittelflanke. Kann ich einfach umdrehen. Aber ich finde irgendwie Autobahn jetzt aktuell hier ziemlich gut, weil da bin ich schneller dran, weil ich eine schnelle Lieferung habe. Ich heiße, die ist ein bisschen dringend, die Lieferung, die ich habe. Weil ich habe jetzt gerade Äpfel. Die gehen nur wohl in Venezia die Äpfel aus. Mal schauen, Sie, ob du mal eine Auswahl von die Autobahn. Glaubt der, was die Straßen geplant hat in dem Spiel, der ist in Leben und die Autobahn? Glaube ja. Oder ist er einfach zu dumm dafür? Okay, das hätte jetzt nicht sagen dürfen. Und jetzt wieder ausfallen, dass er mich die Winter rausfahren. Das wird ein Spaß sein. Wenn jetzt wirklich der das Video von dir dann anschaut und das hört, oh, dann kriegen wir glaube ich Stress. Warum? Wenn wir sagen, dass er zu dumm dafür ist, dass er die Autobahn da richtig plant. Ich vergiss immer das Radio einzuschalten. Ich habe jetzt abgeladen, ausgezeichnet habe ich stehen. 666 Erfahrungspunkte. Brauchen noch 240 EP-Punkte, dann bin ich auf Level. Was? Habe ich irgendwas verpasst? Warum? Jetzt Level noch. Ernsthaft? Ach, Freddy doch! Auf die Seite, die Feuerwehr kommt. Das wär's eigentlich einmal. Einfach auf dem LKW, einfach mal auf dem LKW ein Blaulicht dafür mit Martin, sondern dann drüber fahren. Du, ein Kumpel von mir, der darf ja privat eine Blaulichtfahrt machen. Weil sein Vater war bei der Bundeswehr und der hat ein Blaulicht, der hat ein Blaulichterlaubnis, sein Vater. Ja. Ja, jetzt haben wir, also mein Kumpel, sein Vater, ich und sein Vater in der Arbeit, einer, haben wir davor Feldjägerauto hergekriegt, so richtig mit Martin so ein Blaulicht. Wir dürfen mit dem fahren, weil er eine Blaulichterlaubnis hat. Okay, aber. Aufzug anziehen. Ach, da war eine Geschwindigkeitsmessung. Upsi. Naja, das war's erstmal.